Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Fortnite Rettet die Welt Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Zu einem erneuten Video, in dem es heute mal um das neue Starterpaket gehen soll, welches den Namen trägt, ja, Lock Bot-Paket. Ja, Meini? Ja, so ist es. Und ja, Meini ist heute auch, by the way, wieder mit am Schlüssel, der erstens ein bisschen mit quatschen wird und vor allen Dingen uns heute auch den Skin mit Backbling und Picket zeigen wird. In-game quasi. Ich würde sagen, wir beschreiben mal ganz kurz den Skin. Ja, ist ein Story-Skin. Einige aus Rettet die Welt werden den Skin eventuell ein bisschen wiedererkennen, weil den gibt es halt auch in manchen Missionen als Redner halt, wie die Raid zum Beispiel. Und ja, deswegen ist der, denke ich, schon einigen ein bisschen bekannt. Der Skin ist quasi auch ein Roboter, na? Quasi auch, ja, wie die männliche Version des letzten Paketes. Und ja, es ist ein Konstrukteur in Rettet die Welt, der erst auf Episch im Paket erhältlich ist und später dann auch als goldener Skin, wenn man ihn, später, was heißt später, man kann ihn auch direkt eigentlich mit goldenen Kraftquellen hochmachen, braucht man halt wie gesagt nur durch 100 Stück. Ja, man bekommt zu dem ganzen Paket auch eine Picke, die für Battle Royale und Rettet die Welt verfügbar ist und auch ein Backbling. Na, wie gesagt, in Rettet die Welt kriegt man das nicht direkt. Da muss man erst den Skin ein wenig leveln. Für Battle Royale gibt es den Skin natürlich auch ebenfalls wieder dazu. Den bekommt man dann gleich mit Backbling. Die Seltenheitsstufe ist für den Skin und auch das Backbling jeweils blau. Und ja, wäre ein Wert von 12 €. Es kann eventuell sein, dass der irgendwann mal auch im BR in den Shop kommt. Und somit würde der dann quasi 12 € kosten. So war es ja damals bei den Metallbeauftragten ebenfalls der Fall. Genau, Manni, ich würde sagen, ja, hast du noch was, was du ergänzen kannst dazu? Nö, eigentlich nicht. Ist an sich ein Skin, der ist was Besonderes, ein komplett neues Modell quasi. Klar, das Roboter-Modell, ne, vom letzten Paket kennen wir zwar schon, aber es ist ja trotzdem nicht irgendwie nur ein Recolor, wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es an sich nichts Schlechtes und wir werden alle weiteren Details, sprich die V-Bucks, die Röntgen-Tickets, der Preis und alles andere auch zum Thema Zeit, jetzt nochmal ganz kurz mit ansprechen. Jedoch nicht hier in der, ne, in der Wüstenwelt, sondern in der Lobby. Und da sehen wir uns in ein paar Sekündchen wieder. So, liebe Leute, wir sind in der Lobby angekommen und was bedeutet das? Ja, wir gehen nochmal auf alle anderen Details ein, die ich jetzt in der Runde noch nicht mitgezeigt habe. Und das wären einmal die V-Bucks, die Röntgen-Tickets und auch vor allen Dingen, ne, der Preis, das Datum, alles drum und dran, was dazugehört. Also, erstmal kurz zum Thema Preis. Wir haben das Paket hier im Shop, wo auch die V-Bucks sind, für 15,99 € wieder erhältlich. Wir können auch hier im Neuigkeiten-Tab, wie ich es gerade schon gezeigt habe, einen kleinen Teaser zu dem ganzen Paket sehen. Und wenn wir hier drauf gehen, können wir auch nochmal alles, was es an Items dazu gibt, sehen. Und das wären, wie gesagt, die V-Bucks und auch vor allen Dingen die Röntgen-Tickets. Und diese beiden kann man sich freischalten, indem man, wenn man das Paket kauft, dann hier auf den Auftragstab geht. Dann muss man bei PlayStation oder sollte man auf R3 drücken und dann hast du hier dieses Auftragsbeschreibungsmenü, wo du dann, glaube ich, zwischen tägliche und wöchentliche Aufträge so einen kleinen, ne, Dings hast, so einen kleinen Feed nochmal, wo dort steht, Starterpaket-Aufträge für das Logboard-Paket. Irgendwie so heißt es zumindestens. Und da bekommst du dann quasi aus den, ne, Missionen, die, by the way, in 4 Stück aufgeteilt sind, die 1000 Röntgen-Tickets und die V-Bucks, was man da machen muss, eigentlich nur tägliche Aufträge abschließen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man eine abschließt, bekommt man die ersten 100 V-Bucks plus Röntgen-Tickets. Wenn man drei abschließt, bekommst du 200 V-Bucks und die Röntgen-Tickets. Also, ne, jeweils gleich 100 V-Bucks, 100 Röntgen-Tickets, 200 V-Bucks, 200 Röntgen-Tickets und so weiter und so fort, ne? Bei, 5 Missionen bekommst du 300 Röntgen-Tickets und 300 V-Bucks. Und bei den Simon, also quasi wenn du dann 7 Missionen abgeschlossen hast, also insgesamt brauchst du eine Woche dafür, um die 1000 zu bekommen, bekommst du, wie gesagt, ja, ganz chillige 400 Röntgen-Tickets inklusive die V-Bucks. Wer sich jetzt schon mal ein paar zusammengesammelt hat, der kann das auch schneller abschließen. Da kriegt man das dann schon innerhalb von 5 Tagen hin. Aber schneller Leute kriegt das nicht hin. Also kleiner Tipp immer, na, wenn ihr wisst, es kommt ein neues Paket, hebt euch einfach 3 Missionen auf. Kleiner Fun Fact am Rande. So. Aber nicht überlaufen lassen. Das ist ganz wichtig, ja? Weil sonst macht der V-Bucks miese. Alles klar. So, was habe ich noch nicht gesagt? V-Bucks, wie man die einsetzt, wisst ihr, ne? Entweder BR-Skins kann man sich davon kaufen. Wieso erkläre ich das? Also beim besten Willen, sorry Leute. Aber es war nochmal 10 Sekunden Watchtime. Nee, man kann damit auch Rettet die Welt Lamas kaufen. Und, by the way, Lamas, und das ist die Überleitung. Deswegen sage ich das auch generell. By the way. Ja, kann man sich auch mit den, ja, Lamas kann man sich auch mit den Röntgen-Tickets kaufen, die es halt auch wieder dazu gibt. Ja, was man sich dafür welche kauft, ist eigentlich relativ egal. Ihr könnt entweder die, ja, Upgrade-Lamas kaufen, da könnt ihr 20 Stück von holen. Oder von mir aus auch Zima-Lamas, wie ihr das möchtet. Zima-Lamas sind seit heute, by the way, auch wieder verfügbar.
Und ja, wie gesagt, Leute, so ist der ganze Schinken. Auf der Schinken. Gekommen ist das Paket, by the way, für die, die es wissen wollen, noch gar nicht so vor so langer Zeit. Das ist seit, glaube ich, heute früh, wo sich der Shop gewechselt hat da. Also quasi 2 Uhr nachts. Und das seit heute, dem 23.06. Juni 2021. Genau, so ist es der ganze Spaß. Ich denke, mehr dazu zu sagen gibt es nicht. Wenn es Fragen gibt, ihr könnt mich gerne jederzeit in den Kommentaren dazu anschreiben. Auch gerne jederzeit in den Livestream-Chat oder in Instagram oder wo ihr halt wollt. Na, bei Fragen, bei Ergänzungen, Verbesserungsvorschlägen, prinzipiell zu Videos und Livestreams. Und wenn es irgendetwas gibt, was euch, liebe Freunde, auf dem Herzen liegt. Ihr wisst doch Bescheid, wie das ist, hä? Alles klar. Guti, haben wir noch was vergessen zu sagen? Ich denke nicht. Wie gesagt, ihr na, wisst, wenn ihr das ganze Belohnungsstuffness bekommen wollt, das habe ich noch nicht gesagt. Das ist auch eine wichtige Info, weil da einige gefragt haben. Zum Glück habe ich es nochmal kurz gelesen. Ihr müsst, wenn ihr das Paket kauft, und man bekommt ja auch prinzipiell die Vollversion für Rettet die Welt dazu, das habe ich gar nicht gesagt. Also, die meisten werden sich das Paket auch wegen der kompletten Vollversion kaufen, das ist klaro, na? Man bekommt dazu natürlich na, erstmal das. Und wenn man die Belohnungen freischalten möchte, muss man erstmal die erste SSV in Steinwald abschließen. Das ist ganz wichtig. Und ja, man kann auch, by the way, im Sammlungstab das Paket sehen. Na, wie die allen anderen auch. Es gibt jetzt insgesamt schon 6 Stück. Das ist schon krass, ha? Genau, das ist hier nochmal der Skin. Da sieht man es auch nochmal, dass es ein Konstrukteur ist. Genau. Hier nochmal die Fähigkeiten. Und ja, was ich auch nicht gesagt habe, was aber relativ eine traurige Nachricht ist. Es gibt leider auch wie beim Roboray-Paket leider, leider keine Skizze dazu. Das ist echt schade, vor allen Dingen fürs Abo-Craften hätte ich mir das echt sehr gewünscht, aber da kannst du nicht drinnen stecken. Was willst du machen, hä? Ist schade, aber wie gesagt, gibt Schlimmeres. Alles klar, wir können froh sein, dass wir überhaupt Neues bekommen. Auch wenn es was kostet, aber ja, am Ende des Tages können wir doch wirklich froh sein, dass es überhaupt generell neuen Content gibt. Alles klar. Bei Bock? Könnt ihr gerne ein Abo mit Like und Glöckchen da lassen. Gerne. Ja, auch auf dem Zweitkanal, dem Schafkanal oder ReLife-Kanal. Und auch gerne beim Basti, meinem Bruder. Ihr findet die Kanäle auch alle in der Videobeschreibung verlinkt. Das neueste Video im Kommentar angepinnt. Und auch auf meinem Kanal unter der Spalte Kanäle sind all diese Kollegen nochmal mit aufge. Dings. Ja, sind die Links nochmal mit da. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei Manny. Na, ihr wisst Bescheid, dass der wieder mitgemacht hat. Inklusive sein Beute, quasi den Skin hier für uns zur Verfügung gestellt hat. Und Creator-Code, Leute, wisst ihr auch Bescheid. Könnt ihr, wenn ihr Lust habt, freiwilligerweise Skara-YouTube eingeben. Ist nicht mein eigener Creator-Code, ist der von meinem guten Freund Skara. Und wie gesagt, na, ich denke, da, der ist so ein cooler Kerl, da kann man das auf jeden Fall tun. Alles klar. Leute, wenn es was gibt, wie gesagt, postet mich gerne an. Ha? Und da wünsche ich euch bis zum nächsten Stream oder Video. Wir streamen dann, denke ich, auch direkt nach dem Video, wenn es online kommt. Ja, einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bleibt gesund, habt viel Erfolg bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Und wie gesagt, genießt die Zeit, habt euch lieb, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Kurz und danke fürs Zuschauen, generell für den krassen Support. Macht's gut, haut rein und ciao!